Ladies and gentlemen, welcome to London. Eine Stadt, die nicht unbedingt für ihre günstigen Preise bekannt ist. Deswegen schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Hier gibt es natürlich zum Frühstück das typische English Breakfast und das Ganze schlägt mit 3 bis 4 Pfund zu Buche. Auch in London ist eine kostenlose Stadtführung möglich. Jeden Tag, 11 Uhr, Hyde Park Corner. Die Tube ist die beste und schnellste Möglichkeit, von A nach B zu kommen. Ein Tagesticket kostet 8 Pfund. Mittagszeit und ich habe mich für ein ganz normales Sandwich entschieden und das kostet um die 3 Pfund. Ich habe mich in den Norden Londons begeben, zum Parliament Hill, um die Stadt von hier von oben zu betrachten. Statt eines simplen Cafés, so wie in den anderen europäischen Metropolen, ist in London Tea Time angesagt. Eine Tasse Tee zusammen mit einem leckeren Stück Kuchen schlägt mit 4 bis 5 Pfund zu Buche. Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, in London kann man sehr gut indisch essen gehen. Das Ganze ist möglich in der Zone um die Brick Lane und ein Hauptgericht kostet zusammen mit einem Bier nur 8 Pfund. Meine Unterkunft in London war das Safe Stay Hostel in Elephant and Castle und ein Bett im Mehrbettzimmer kostet 20 Pfund. Am Ende eines spannenden, aufregenden Tags in London geht es natürlich in den Pub und ein Bier hier kostet um die 3 Pfund. Das war der Budget-Check und hier kommt die Rechnung für euch. Euch hat das London-Video gefallen? Dann vergesst nicht zu abonnieren und schaut euch auch den Budget-Check von Porto an. Start the morning in London. In London. In London. In London. In London. In London. Here in London. One beer and a pub in London. Sandwich! Look at the sandwich! Lecker! Go Forest, come on! You can do it! Buy prepaid tickets. Purchase tickets as you go. Another thing you should do when you are in London is driving first row. On a double decker bus. Double decker. Double decker. On a double decker bus in London.